YouTube, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch meine Warm-up bzw. meine Aim-Routine. Viele Leute im Stream fragen mich immer: Hey Andi, wie machst du dich warm, bevor du in Ranked reingehst? Wie zockst du, dass du halt so ein bisschen warm bist und nicht so komplett kalt mit deinem Aim in Ranked-Games reingehst? Ich zeige das zwar meistens on-Stream immer, aber trotzdem habe ich jetzt mal gedacht, ich mache so ein einzelnes Video dazu, wo ich einfach alle Steps kurz hintereinander weg zeige. Es wird auch ein ganz kurzes Video nur sein. Der Vorteil für mich ist nur, ich kann halt einen Command bei Twitch machen und kann das Video verlinken und alle Leute, die sich halt dafür interessieren, können direkt das Video anklicken, sehen dann kompakt, was Phase ist. Und kurz vorab, ich will nicht sagen, dass das die beste Warm-Up-Routine ist oder die einzige Warm-Up-Routine. Natürlich kann man Sachen anders machen, es gibt vielleicht auch bessere Sachen. Ihr könnt gerne eure Sachen in die Kommentare schreiben, die ihr dazu anzumerken habt, also ob ihr irgendwie vielleicht Verbesserungsvorschläge habt oder anderes. Ich komme mit meiner Routine eigentlich relativ gut klar. Ich habe zwar immer noch meine Tage, wo ich hier und da mal veraime, aber in der Regel bin ich sehr viel konstanter geworden, seit ich mich vor dem Ranked-Spielen immer mal so ein bisschen warm mache. Zur groben Gliederung. Meine Warm-Up-Routine besteht aus drei großen Teilen, könnte man sagen. Der erste Teil ist Aim-Lab. Der zweite Teil ist in Valorant die Range. Und der dritte Teil ist Deathmatch in Valorant. Für die Leute, die Aim-Lab oder vielleicht auch Valorant gar nicht kennen, ich verlinke euch beide Games mal in der Beschreibung. Das ist aber hier keine bezahlte Werbung oder so. Ich muss es halt leider sagen, weil Aimlab auch Partner hat und dementsprechend vielleicht der Eindruck entstehen könnte, dass ich mit denen gepartnert bin. Bin ich nicht. Ich bekomme für das Video keinen Cent. Ich will es euch nur so einfach wie möglich machen. Falls ihr Aimlab noch nicht habt, dann könnt ihr einfach unten auf den Link klicken, könnt es da downloaden über Steam und ja, müsst nicht ewig lange rumsuchen, ewig lange. Eigentlich findet man es sofort. Aber ihr wisst schon, ich werde es euch so einfach wie möglich machen. Achso, bevor das Video wirklich losgeht. Meine Warm-Up-Routine dauert so im Großen und Ganzen 20 bis 30 Minuten. Das wollte ich ja nur kurz gesagt haben, damit kein falscher Eindruck entsteht. Das Video wird wesentlich kürzer sein, weil ich hier im Video nicht alle Sachen quasi durchspielen werde. Ich werde euch einfach nur zeigen, wie ihr die ganzen Sachen einstellt, dass ihr das spielen könnt. Und zwar in Aimlab bediene ich mich eigentlich immer der Playlist von Ethos. Ich werde seinen Kanal auch einfach mal in der Beschreibung verlinken, um Credits zu geben. Den kennt aber wahrscheinlich jeder oder zumindest mehr Leute als mich kennen so. Dennoch will ich das nicht als mein Produkt verkaufen oder so. Und wie ihr euch die Playlist von Ethos runterziehen könnt, ist, indem ihr auf Benutzer definiert geht. Dann geht ihr auf Workshop und hier könnt ihr dann einmal auf Playlisten klicken. Das ist jetzt unter der Facecam. Eine Sekunde, ich mache das mal kurz weg. So, jetzt seht ihr das unter der Playlist, unter der Facecam könnt ihr da auf Playlist klicken und dann im Endeffekt ganz normal hier in der Suchleiste Ethos eingeben, wie der Mann halt heißt, ETHOS. Und dann seht ihr auch hier schon, dass die Ethos Valorant Warm-Up Playlist als erstes angezeigt wird mit aktuell 12.571 Likes. Bei mir ist jetzt hier schon so ein Play-Button, weil ich die halt schon runtergeladen habe. Wenn ihr die jetzt das erste Mal spielen solltet, dann wird bei euch so ein Download-Button sein, den klickt ihr einmal an und dann seid ihr good to go. Wie ihr die dann halt immer findet, wenn ihr das Game einfach startet, ist, wenn ihr auf Benutzer definiert klickt, müsst ihr nicht nochmal auf Workshop klicken, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt es genauso suchen, wie ich das gerade gefunden habe. Oder ihr geht auf Playlisten und dann werden euch hier alle eure Playlisten, die ihr euch irgendwann mal gesaved habt, werden euch angezeigt. Und dann klickt ihr hier die Ethos-Playlist an und drückt hier einfach auf Play. Ich drücke jetzt nicht auf Play, weil ich euch eigentlich nur sagen möchte, dass ihr die entweder halt einmal komplett durchspielen könnt. Das ist ja so das Beste, was ihr machen könnt. Das dauert dann ja ziemlich genau 12 Minuten, weil jede Übung eine Minute dauert. Wenn ihr zwischendurch mal so 1-2 Minuten Pause macht, sage ich mal, habt ihr vielleicht 15 Minuten Aimlab-Zeit, die ihr braucht, um die gesamte Playlist zu machen. Ich spiele die Playlist meistens nur bis hier, bis zur 6. Übung, Mikroschuss. Einfach aus dem Grund, weil die meisten Übungen danach, also außer Linie ziehen und Kreisverfolgung, sind das gleiche wie vorher, nur mit unterschiedlicher Größe bei den Kugeln. Und ich will eigentlich nur in Aimlab meine Handgelenke so ein bisschen, oder mein eines Handgelenk so ein bisschen warm machen, dass ich quasi ja nicht komplett unaufgewärmt in Valorant reingehe. Okay, kommen wir jetzt zu dem Part in Valorant selber. Der erste Teil von meinem Warm-up in Valorant ist im Endeffekt erstmal in der Range. Hier nehme ich mir dann meistens entweder eine Guardian oder eine Vandal, das ist eigentlich komplett egal. Ihr werdet sowieso nur auf euch selber quasi achten müssen, dass er halt immer nur einen Schuss abgibt und nicht jetzt irgendwie rumsprayt wie wild. Und dann, ich habe einfach veraimt. Und dann geht ihr hier auf, ja, erstmal auf Practice, wie gesagt, was ich eben gezeigt habe. Und dann stehen hier die ganzen Bots rum. Und dann versucht ihr erstmal von rechts nach links einmal durchzuklicken. Also immer schön ein und so weiter und so fort. Ich werde das jetzt hier nicht alles durchmachen, weil es einfach nichts bringt. So vom Prinzip habt ihr es verstanden, dann geht ihr in die andere Richtung. Das könnt ihr eigentlich so 2-3 Minütchen machen. Ich mache das meistens mal so nach Gefühl. Und die nächste Übung, die ihr dann macht, ist im Endeffekt das gleiche mit stehenden Bots. Nur ihr drückt einfach auf Start, sodass immer nur einer spawnt. Und dann versucht ihr so ein bisschen, das ist das erste Mal in dem ganzen Warm-Up, eure linke Hand so ein bisschen mit reinzunehmen. Also dass ihr einfach so ein bisschen ja, Movement bekommt, eure Finger ein bisschen flink macht, sage ich mal. Und ihr movet einfach, ihr movet die ganze Zeit, versucht den Kopf zu tracken und irgendwann, ihr könnt das nach Gefühl machen, wie ihr Bock habt, einfach immer abdrücken. Ja? Also habt ihr es schon gesehen, ich habe gerade verkackt, weil ich nicht stehen geblieben bin, ist der Schuss halt auf den Bauch gegangen, obwohl er eigentlich auf den Kopf hätte gehen müssen. Und
einfach hier da quasi auch euer Gehirn so ein bisschen wiren, dass ihr halt immer stehen bleibt in dem Moment, wo ihr schießt. So, das ist eigentlich so der Practice, ja. Und diese kleinen Mini-Bewegungen, dieses Strafen so ein bisschen, das ist hier das Wichtige, ja. So, den Spaß könnt ihr dann machen. Ich habe den, glaube ich, auf 100 eingestellt. Ihr könnt den machen bis 50, ihr könnt den machen bis 30. Einfach nur, dass ihr so ein kleines Gefühl dafür bekommt. Ich mache den meistens einmal auf 100 durch, weil dann habe ich hier den kompletten Abschluss so. Aber ihr könnt es auch früher abbrechen. Ihr könnt dann einfach gucken, wie euch das am besten gefällt und es dann nach Gefühl machen. Ja, und das war es im Prinzip eigentlich auch schon mit meinem ersten Teil vom Warm-Up in Valorant. Und der zweite Teil ist ja, wie gesagt, nur Deathmatch. Also ihr geht einfach in Deathmatch rein, nehmt euch dann eine Vandal oder eine Guardian oder whatever, worauf ihr halt Bock habt, was ihr am meisten zockt. Wenn ihr viel Phantom spielt, dann könnt ihr euch auch einen Phantom nehmen. Und dann geht ihr einfach in Deathmatch rein und schießt ein paar Leute um, ja. Also es geht wirklich in Deathmatch auch nur darum, die Leute einfach fertig zu machen. Wichtig ist, tut mir bitte einen Gefallen. Ich sage das jetzt so ein bisschen auch in eigenem Interesse, aber auch für euch. Wenn ihr euch vernünftig warm-upen wollt, dann bitte macht nicht den hier in Deathmatch, okay? Und euer Headset so auf 100% Volume und wartet, bis die Leute kommen. Das bringt euch überhaupt nichts. Lauft wirklich rum, ja. Macht Steps, auch wenn die Gegner euch manchmal up-aimen und ihr vielleicht dann 19, 25 aus dem Deathmatch geht oder mit irgendeiner negativen KD, obwohl die Gegner die größten Bobs sind. Stellt euer Ego da zurück. Ja, wenn die Gegner gerne Ecken up-aimen und so weiter in Deathmatch, dann ist es deren Sache. Wir machen sowas nicht. Wir wollen uns warm-upen, wir wollen unsere Reaktion ein bisschen verbessern. Wir wollen einfach ja, uns ein bisschen gut warm machen, deswegen immer schön in Bewegung bleiben im Deathmatch, nicht shiften im Deathmatch und ja, gebt einfach Gas, ihr kriegt das hin, Freunde. Ich glaube an euch. Wie gesagt, Deathmatch werdet ihr von alleine finden, denke ich mal. Für die Leute, die jetzt wirklich 100% neu in dem Game sind, ihr geht einfach hier auf dieser Leiste auf Deathmatch und drückt auf Start und dann seid ihr im Deathmatch drin. Ja, mehr gibt es da nicht zu beachten. Deathmatch geht bis 40, danach ist es vorbei, wenn der erste Spieler 40 Kills hat und ja, mehr gibt es nicht zu beachten. Wie gesagt, Freunde, alles klar. Das sollte das Video auch im Großen und Ganzen gewesen sein. Falls ich was vergessen habe, werde ich das nochmal irgendwie dazwischen schneiden, aber ich glaube, ich habe nichts vergessen. Falls euch das Video auf YouTube vorgeschlagen wurde und ihr mich noch gar nicht kennt, weder von Twitch noch von YouTube, dann lasst mir gerne ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert das Video und folgt mir auf Twitch. Und dann sehen wir uns im Stream oder beim nächsten Video, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace.